Willkommen zu einer neuen Folge der Lockdown News. Heute geht es um den globalen Klimastreik und den Treibhausgasbericht, um die Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und um den 18. März, den Tag der politischen Gefangenen. Zuerst zum Klimastreik von Fridays for Future. Da gab es allein in Deutschland 200 Aktionen und weltweit gesehen in 50 Ländern wurden 1000 Proteste von jungen Menschen organisiert. Ihre Forderung war vor allen Dingen die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und damit das 1,5-Grad-Ziel. Zu den Klimaschutzzielen gibt es in Deutschland einen aktuellen Bericht, nämlich den Treibhausgasbericht. Eine Zahl, mit der die Umweltministerin Schulze stolz wirbt, sind 40,8% weniger Emissionen als im Jahr 1990. Und tatsächlich sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr rund 8,7% weniger Treibhausgase produziert worden. Das sind ungefähr 70 Millionen Tonnen. Der Haken an der Sache: Ohne die Pandemie, also ohne die Lockdown-Maßnahmen, wäre das nicht gegangen. Ungefähr ein Drittel der Reduktion ist auf die einschränkenden Pandemie-Maßnahmen zurückzuführen. Im Bericht führt das Ministerium diese Entwicklung auf CO2-Bepreisung und den Ausbau erneuerbarer Energien zurück, räumt aber auch ein, ohne den Lockdown wäre das nicht möglich gewesen. Wenn also jetzt immer mehr Menschen geimpft werden und Lockdown-Maßnahmen zurückgenommen werden können, dann schwindet auch dieser Effekt wieder. Trotzdem ist dieser Treibhausgasbericht für KapitalistInnen und PolitikerInnen ein Grund zum Feiern. Denn Ausbau erneuerbarer Energien und CO2-Bepreisung heißt auch, dass Konzerne durch Einsatz von Wind- und Sonnenenergie ihr Kapital erweitern können, während Endverbraucherinnen zum Beispiel durch Tanken oder Heizen immer höhere Abgaben zahlen. Insgesamt sind aber die Emissionen gesunken und trotz dieser erstmal positiven Entwicklung müssen wir feststellen, dass es der Umwelt so schlecht wie noch nie geht. Ein guter Gradmesser sind dabei die Wälder. Und eben diese Wälder sind in desolatem Zustand. Die aktuellen Wetterbedingungen machen den Wäldern zu schaffen und schwächen die Bäume gegen Schädlinge. Nur ein Fünftel der Bäume haben überhaupt noch eine intakte Krone und gerade die Monokulturen, also große Waldflächen, in denen nur eine Art von Baum wächst, sind anfällig für Sturmschäden, sodass große Teile der Wälder zerstört wurden. Weiter geht's mit der Istanbul-Konvention. Das ist ein übereuropäisches völkerrechtliches Abkommen, mit dem Staaten sich selbst dazu verpflichten, durch zum Beispiel die Gesetzgebung Frauen und Mädchen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Dazu sollen sie das Ausmaß der Gewalt erheben und dann entsprechende Gesetzgebung, Präventionsangebote, Beratungsstellen und eben Schutzkonzepte bereitstellen. Die EU war 2011 der erste Staat, der diese Konvention gegenüber dem Europarat unterzeichnete und insgesamt haben 45 Staaten und eben die EU diese Konvention unterzeichnet. Nun erklärte der türkische Diktator Erdogan in einem Dekret, dass er diese Konvention wieder außer Kraft setzen werde. Das ist einerseits ein Signal an die kämpfenden Frauen und Mädchen in der Türkei. Denn zum Beispiel am vergangenen 8. März haben sie noch gefordert, dass die Istanbul-Konvention auch in der Türkei endlich konsequent umgesetzt werde. Und weil aber schon zu ahnen war, dass Erdogan diese Konvention außer Kraft setzen wollen würde, haben sie auch gefordert, dass sie zumindest beibehalten bleibt. Es ist aber auch ein Signal an die Bündnispartnerinnen bzw. Oppositionsparteien international und im Staat selbst. Mit einem kürzlich eröffneten Verbotsverfahren gegen die HDP ging der türkische Staat weitere Schritte zur innenpolitischen Verhärtung. Die HDP ist die demokratische Partei der Völker in der Türkei, die sich bisher aller Repressionen zum Trotz für das Selbstbestimmungsrecht der Völker und Demokratie einsetzt. Dabei steht die Erdogan-Regierung unter Druck, denn in letzter Zeit verliert sie immer mehr an Zustimmung und das gilt sogar für den eine Zeit lang überaus beliebten Diktator selbst. Vor diesem Hintergrund sehen oppositionelle PolitikerInnen in dieser Entscheidung auch die Anbiederung an islamistische und konservativste Kräfte im Land. Denn Frauen und Mädchen vor Gewalt, auch innerhalb von Ehen und Familien zu schützen, das widerspricht ihrem Weltbild von Frauen, die sich Männern unterordnen. Die türkische Familienministerin Seras Demirtaşçuk gab derweil über Twitter bekannt, dass Frauen und Mädchen sich keine Sorgen machen müssten, weil sie ohnehin durch die aktuelle türkische Gesetzgebung vor Gewalt geschützt werden. AktivistInnen für Frauenrechte beklagen im vergangenen Jahr mindestens 300 Femizide und prangern auch die Untätigkeit bis Mithilfe des türkischen Staats bei diesen Morden an. In Deutschland ist die Konvention seit 3 Jahren geltendes Recht und wie gut diese Konvention umgesetzt wird, das müssen alle unterzeichnenden Staaten zyklisch über die ExpertInnengruppe GREVIO berichten. Der Deutsche JuristInnenbund stellt dieses Jahr dem GREVIO-Bericht einen Alternativbericht zur Seite. Und dieser kommt zum Schluss, dass die Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen teils nur unzureichend und vor allen Dingen sehr unterschiedlich umgesetzt wurden. Eine Schwierigkeit besteht in Deutschland darin, dass nicht alle, aber viele Maßnahmen und Bereiche des Gewaltschutzes Ländersache sind, also zum Beispiel die Polizeigesetze oder bildungspolitische Maßnahmen.
Hinzu kommt dann, dass sich aufgrund unklarer Zuständigkeiten manchmal erst gar keine Stelle verantwortlich fühlt. Besonders schlimm sei die Situation immer noch für mehrfach betroffene Frauen, also zum Beispiel Frauen mit Fluchtgeschichte, behinderte Frauen oder wohnungslose Frauen und Mädchen. Obwohl diese durch ihre prekären Lebensumstände teilweise noch vielfach mehr von Gewalt bedroht sind, haben sie selten bedarfsgerechte Zugänge zum Hilfesystem gegen Gewalt. Den vollständigen Alternativbericht mit allen Empfehlungen des Deutschen Juristinnenbunds an Bund, Länder und Kommunen haben wir verlinkt. Jetzt zum Tag der politischen Gefangenen. Der war am 18. März und wurde 1923 zum ersten Mal von der Roten Hilfe International ins Leben gerufen. Sie war damals die größte Hilfsorganisation der ArbeiterInnenbewegung und hat immer wieder internationale Solidaritätskampagnen organisiert für die Freiheit und das Leben von inhaftgenommenen KommunistInnen, AnarchistInnen und SozialdemokratInnen. Warum der 18. März? Dieser Tag wurde gewählt, um den Kämpfen rund um die Pariser Kommune zu gedenken. Soldaten rebellierten gegen ihre Generäle, hatten sich mit der Pariser Bevölkerung verbündet und schufen so ein rätedemokratisches System und brachten damit die größten Fabriken der Umgebung unter ihre Kontrolle. In diesem Jahr ist der 18. März gleichzeitig auch der 150. Jahrestag der Pariser Kommune. Und an vielen Orten, auch in Deutschland, war das ein Anlass, nicht nur den Gefangenen und Ermordeten dieser Revolution zu gedenken, sondern auch dem wertvollen Vermächtnis. Denn vor 150 Jahren war es das erste Mal, dass ArbeiterInnen wagten, eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus zu erkämpfen. Die Forderungen waren damals vielfältig und obwohl der Kommune nur sehr wenig Zeit blieb bis zu ihrer Niederschlagung, sind die Errungenschaften gelungen, die der Kapitalismus bis heute nicht vorgebracht hat. In der Pandemie- und Wirtschaftskrise mussten wir uns mit der Diskussion um Mietstundungen auseinandersetzen, das heißt mit der langfristigen Verschuldung von Mieterinnen. Die Pariser Kommune hat das um einiges fortschrittlicher geregelt und alle Mietschulden erlassen. Männer und Frauen wurden rechtlich gleichgestellt und sollten das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten. Auch heute noch eine wichtige Forderung. Diese Entwicklung war auf eine kleine Pariser Region begrenzt und Monarchisten und Großunternehmer fürchteten mit Recht, dass die Revolution um sich greifen könnte. So kam es zur blutigen Niederschlagung dieses Widerstands. In diesem Jahr in Deutschland kam es zu ganz unterschiedlichen Protestaktionen. In Bremen zum Beispiel versammelten sich 350 Menschen zu einer Demonstration. In Berlin kam es zu einer Protestaktion vor dem Spanischen Kulturinstitut in Solidarität mit dem inhaftierten Pablo Hasél und weiteren Gefangenen der baskischen Unabhängigkeitsbewegung. In Göttingen fanden sich etwa 60 Personen zu einer Kundgebung zusammen, ebenso in Köln. Und in Tübingen nahmen ungefähr 80 Personen nach einer Kundgebung vor dem Gefängnis an einer Spontandemonstration teil. In Frankfurt wurde vor der JVA Preungesheim protestiert. Eine besondere Rolle spielte in diesem Jahr auch die Solidarität mit den beiden inhaftierten Antifaschistinnen Dee und Lina. Beide sind wegen mutmaßlicher körperlicher Auseinandersetzungen mit Faschisten inhaftiert. Ein weiteres starkes Zeichen setzten rund 1000 DemonstrantInnen am vergangenen Samstag in Stuttgart. Sie nahmen teil an einer Demonstration unter dem Titel Konsequent antifaschistisch, Solidarität bleibt notwendig, ob auf der Straße oder im Knast. An dieser Stelle noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Woche, denn morgen wird die nächste MinisterpräsidentInnenkonferenz die neuen Losungen für die dritte Welle beschließen, in die wir sehenden Auges hineingesteuert wurden. Einige Vorhaben sind aber vorher schon bekannt. Der beim letzten Mal vorgestellte Öffnungsplan wurde schon damals als Luftschloss kritisiert, weil den Öffnungsschritten keine effektiven Maßnahmen, wie zum Beispiel ein konsequenter Impfplan, Aussetzung der Patente oder Schließung der Betriebe, entgegengestellt wurden. Nun wirken diese Öffnungsschritte bei den aktuellen Inzidenzwerten und bei gleichbleibendem Freizeitlockdown nur noch weltfremd. Noch immer werden einige Maßnahmen schlicht nicht diskutiert und an der Stelle können wir uns bei den Lockdown-News fast nur wiederholen. In einigen Fabriken und Büros sowie in den Bussen und Bahnen dahin herrscht Regelbetrieb. Ähnliches gilt für die Schulen. In NRW wurde es sogar einigen Schulen verboten, für den Präsenzunterricht zu schließen. Und so ist wieder von der Notbremse die Rede, obwohl manche von uns gar nicht mehr wissen, wo wir uns denn noch weiter einschränken könnten. Die heiligen Profite werden dabei weiterhin nicht angetastet. Noch nicht einmal für die Bereitstellung von Tests. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt gerne dieses Video und wenn ihr Perspektive Online allgemein unterstützen möchtet und die Möglichkeit dazu habt, dann findet ihr einen Link für einmalige oder regelmäßige Spenden in der Videobeschreibung.